Überall auf dem Boden wurden Samen und Hülsen verteilt. Die Kante des Regals ist mit Vogeldreck beschmiert. Mhm. Gut. Dann gehen wir mal uns weiter umgucken. Da ist noch eine Hütte und dann haben wir noch den Platz hier. Stagier, Jägerin. Wenn wir da lang gehen versuchen, werden wir dann auch nur wieder aufgehalten. Ah, hier wohnt Alari. Yes. Eine alte Elfe steht aufrecht und stolz, umgeben von glafatalischen Kriegern, die jede deiner Bewegungen genau beobachten. Du sprichst den Renatus Namen, nehme ich an. Ich wusste, er würde jemanden überzeugen, für ihn aufzutreten. Ich nahm nicht an, dass es der Estamor sein würde, der das ganze Chaos in Trunzbucht verwickelt ist. Sie neigt den Kopf zur Seite und blinzelt langsam. Beunruhigt dich die Anwesenheit meines bewaffneten Gefolges? Du hast mit einer wehrlosen Händlerin gerechnet, nicht wahr? Alari hebt ihre mit Farbflecken gesprenkelten Hände, als eine ihrer Wachen nach vorne stürzt. Stille blafft sie ihren Adjutanten an. Gib dem Estramor Gelegenheit zu sprechen. Wir sind keine barbarischen Dirrwälder, hier herrscht die Gastfreundschaft. Alari nickt dir zu, sie hält eine offene Hand hoch, ihre Handfläche und ihre Finger voller blau und grüner Farbe. Gesandter des Valianers, sprich die Botschaft, die du überbringen solltest. Ich will deine Seite der Geschichte hören. Der erste Schritt eines jeden vernünftigen Wegs sinniert sie, während sie sich am Kinn kratzt. Ja, du hast von mir mehrere Bündel Erat Golat gekauft. Er hat dafür einen hohen Preis bezahlt, doch das hat er willentlich getan. Er sagte, es wäre ein Schnäppchen, als er mir sein Kupfer überreichte. Nach unserem Handel fing der Valianer an, Gift zu spucken. Alaris Stimme wird zornig. Ja, Nato hat mich der Täuschung bezichtigt, des Betrugs. Er behauptet, ich hätte eine verwelkte, ähnlich aussehende Pflanze geliefert, nicht die echte Erat Golat-Wurzel. Diese Unverfrorenheit, denn in Wahrheit kann ihm auch Erat Golat nicht mehr helfen. Sie hält einen blau gefärbten Finger in die Höhe, bevor sie ihn langsam nach unten senkt, lächelnd. Renatus alter Bogen ist nicht mehr straff genug, um sich ganz spannen zu lassen. Auch ein ganzer Berg Erat Golat wird ihm nicht den Speer seines jungen Jägers verschaffen. Es wurde ein gerechtes Geschäft getätigt und mir beschwert Renatus sich zornig, dass sein rostiger Familienflug durch Heilkräuter nicht gerettet werden kann. Sie schüttelt den Kopf, ihre Stimme wird zu einem Knurren. Noch niemals habe ich jemandem ein falsches Heilmittel verkauft. Wenn Renato sein verleumderisches Mundwerk nicht schließt, dann stopfen wir es ihm. An welche Bestrafung hattest du für Renato gedacht? Renato hat seinen Gastgeber verunglimpft. Er ist hier nicht länger willkommen. Er muss aus Zwillingswurm verschwinden. Sie verschränkt die Arme unter den Ärmeln ihrer Robe. Aber die glafatalische Gastfreundschaft muss gewahrt werden, immer. Er bekommt die Gelegenheit, auf seinen Füßen zu gehen, bevor er auf seinem Rücken blutet. Er teilt ihm in unserem Namen eine Warnung. Sag Renato, wenn er nicht geht, wird man ihm vorwerfen, engvitanische Relikte aus unseren Landen stehlen zu wollen. Er wird einen Prozess durch den Rat der armen Vater nicht riskieren wollen. Alali zieht einen kleinen Holzkäfig aus einer Falte ihrer Robe. Wenn er nicht hört, sag ihm, dass sein schlaffes Organ in einem Käfig enden wird, genau wie dieser schwarze Käfer, Futter für unsere Vögel. Ich werde die Botschaft überbringen. Alari nickt dir zu. Komme wieder, wenn der Valianer aus Zwillingswurm verschwunden ist. Okay. Harte Verhandlungen, das nimmt eine komische Wendung. Ich habe Alari in ihrem Haus im Herdlieb gefunden. Sie ist von glafatalischen Kriegern umgeben, die offenbar bereit sind, sie um jeden Preis zu verteidigen.
Alari behauptet, der Valianer habe das Elat Kulaf zum Eigenbedarf gekauft, nicht zum Weiterverkauf. Und ich habe sie höflich und habe sie höflich beleidigt, habe sie öffentlich beleidigt, nachdem er bemerkt habe, dass die Käufer ihm nicht helfen können. Die Clafatar sind aber auf anhaltenden Handel angewiesen und wollen eine direkte Konfrontation mit Renato vermeiden. Alari glaubt, dass der Valianer freiwillig geht, welche da ihm damit drohe, dass er wegen des Handels mit elementarischen Relikten drohe, er werde wegen des Handels mit elementarischen Relikten angeklagt. Das ist aber auch nicht die nette Art, den er dem mit falschen Vorwürfen aus der Stadt zu jagen. So, gut. Dann gucken wir uns jetzt hier auf dem Platz um und gehen in die Handelshalle. Passage der 6 haben wir entdeckt. Eine getigerte Katze schreckt aus Lethargie auf, als du dich näherst. Sie öffnet die Augen weit, beobachtet jeden deiner Schritte und trottet schließlich an deine Seite und reibt sich an deinem Bein. Yay, Katze. Okay, du bist nur einer von denen. Noch mehr Stammesangehörige. Noch mehr Jäger. Der Ring ist versiegt. Handel hat wieder begonnen. Kriegerin. Ja, und hier sind wir gestartet. Okay, da waren wir jetzt überall. Jetzt können wir die Händlerhalle gehen. Können uns da noch umsehen. Ich glaube, wenn wir in der Halle der 6 sind, dann wird erstmal wieder gespeichert. Noch eine Katze. Hi, Katze. Händler. Trutzbuchtgemeiner. Also hier sind ein paar Händler. Yes. Klappern wir die mal ab. Builder's wisdom to you. Diese große Frau ist in Felle gehüllt. Sie wirft dir einen scharfen Blick aus dunklen Augen zu. Ich halte hier die besten Tierhäute in ganz Erglamfert in den Händen. So dick, dass sie kein Stelgier mit seinen Krallen durchbohren kann. Stiefel so weich, dass sie den Klang deiner Schritte verhüllen. Womit handelst du? Ich trage es an meiner Haut. Ich verkaufe Tierhäute von jedem erdenklichen Tier in Galarwayne. Estramor kommen aus allen Dörfern, um sie zu sehen. Wir sind als hervorragende Jäger bekannt. Jede Haut trägt die Geschichte einer großen Jagd in sich. Und unsere Händler tragen sie in jedem Winkel unserer Lande. Darf ich deine Waren sehen? Hier sehen, welche Beute unsere Jäger uns eingebracht haben. Oh, Fellrüstungen und Fallen. Also nichts Besonderes bei dir leider. Du verkaufst Waffen, so wie es aussieht. Diese stämmige Frau lächelt dich breit an, als du dich näherst. Ah, du hast es gehört, wie ich sehe. Eine gute Klinge hat eine Stimme, die ihrem Besitzer zusingt. Welche Waffe hat nach dir gerufen? Ah, ich bevorzuge lautlose Waffen. Einen Bogen vielleicht, damit kannst du einen Keil aus 100 Schritten Entfernung erlegen. Oder vielleicht bevorzugst du etwas Kleineres. Ich habe viele gute Dolche. Ich weiß, dass du etwas findest, was dir gefällt. Dann zeig mir mal deine Waren. Sieh dich um, meine Waffen sind der Stolz von Erglandfahrt. Festzuschlagen. Ah ja, der war hier, Festzuschlagen. Bleskas Mühlen und der Sternenrufer. Jede Menge außergewöhnliche Waffen und normale Waffen. Helm des Finsterblicks. Plus 2 Wahrnehmung. Oh. Panzer, Schilde, aber halt außergewöhnlich, aber ansonsten nichts so Besonderes. Builder's wisdom to you.
Okay, der nächste verkauft Obst, so wie er aussieht. Estremor. Etwas zu essen für den Weg. Ich habe hier viele köstliche Käse und frisches Obst. Erzähl mir von deiner Arbeit. Ach, mein Leben ist einfach und eignet sich nicht zum Erzählen. Ich kümmere mich um den Garten und die Herde. Meine Familie pflückt das köstliche Obst hinter mir. Die Götter haben es gut mit mir gemeint. Zeig mir, was du hast. Du wirst es nicht bereuen, aber bitte nicht probieren. Also ja, Zutaten und Rastvorräte, okay. Even. Alari kümmert sich um alle Geschäfte. Ich gehe nur bei ihr in die Lehre. Okay. Also die verkauft dann wahrscheinlich Pflanzen. Hail, Estremor. Du siehst aus wie eine Jägerin, Estremor. Derwins Waffen beschützen vielleicht die Frau, die das Missgeschick sucht, aber meine Waren helfen dir, in der Wildnis zu überleben. Dann zeig mal. Renet nickt und deutet mit einer ausladenden Geste auf seine Waren. Knarren. Der verkauft Knarren. Und einen guten Streitkolben. Also einen Streitkolben. Der ist auch noch hervorragend. Donnerbüchsen und Arbalest. Racheneier. Umhang des Intellekts. Spinnenfigur, Rastvorräte, okay. I'm here. Okay, damit haben wir alles hier drin gesehen. I'd be glad to. Gut, dann können wir jetzt in die Passage der 6 gehen. Wenn die uns hier reinlassen, benimm dich, Fremde. Der Passage versammelt sich unsere Annahmen Vater. Mhm. Mit dem wollen wir ja auch reden. So, weil hier sind auch die... Also ja, hier geht die Treppe durch. Und hinten ist der andere Teil der Halle. Hüter, Kompasse, Kraniche, Stäge, Pfeil und Dorn. In dieser Halle kommen alle 6 klaffatalischen Stämme als ein Volk zusammen. Wenigstens versuchen wir uns wie eins zu benehmen. Die 3 Stoßstäge, die 2-mal gespaltenen Pfeile. Krotze. Mhm. Die Steindornen. Die Fischerkraniche. Die Hüter des Steins. Und die Kompasse der Führung. Estremor. Ja, ich höre, Fremde. Wovon sprecht ihr? Kunde aus der Ferne, östlich des großen Flusses aus dem Dürrwald. Die Feuer sind in die Stadt der Fremden zurückgekehrt, hören wir. Trutzbuch, das Wasser dort ist schmutzig, vom Leichengestank verpestet. Nicht einmal die jüngsten Fluten konnten den schändlichen Makel fortwaschen. Eine sterbende Beute. Manche von uns sehen das so, als Gelegenheit zuzuschlagen, andere nicht. Nur ein Rat der armen Vater kann entscheiden, was die 6 Stämme tun müssen als einer. Erzähl mir was über den Rat. Die armen Vater führen unsere Stämme ein, jeden Stamm einer. Sie sprechen mit dem Geist unserer Völker und handeln in unserem Namen, mit unserem Willen. Ein Rat der armen Vater bedeutet, dass die Stämme mit einer Stimme sprechen. Doch jetzt, wo der Dürrwald geschwächt ist, wie ein verwundetes Tier, wird kein gemeinsamer Wille gefunden. Nur 2 Annam Vater halten sich augenblicklich in Zwillingsohlen auf. Die übrigen sind bei ihren Stämmen, sie müssen zurückkehren. Zu weit entfernt, zu sehr mit ihren Pflichten beschäftigt. Die Annam Vater werden sich in naher Zukunft nicht versammeln. Es wird noch mindestens eine Jahreszeit dauern. Bis dahin warten wir. Erzähl mal was über das Gebäude. Der Herd aller Glanfantaner, die 6 Stämme. Wir ehren hier unser Volk in dieser Passage. Es werden für jeden Stamm Opfer dargebracht, Zeichen des Respekts.
Dies ist das Haus unserer Ahnen und zugleich unserer Völker. Die Ahnen Vater, wenn sie alle in Zwingungen weilen, bin am Ende der Passage ein Rat. Von dort ausgehend setzt unsere Geschichte sich fort. Okay, dann auf Wiedersehen. Gut, das heißt, wir speichern jetzt hier mal. Das wäre dann 29, ja. Let's play 029. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.